In dieser Sendung wird viel geflucht. Zuschauer könnten einige Szenen anstößig finden. Das extremste Tattoo-Studio der Welt meldet sich zurück. Oh Gott. Und es ist echt zum Fürchten. Oh Gott. Bist du fies. Du Arsch. Lass dich nie im Blindflug tätowieren. Nie. Zwei Menschen entwerfen Tattoos füreinander. Doch sie sehen das Ergebnis erst, nachdem es längst zu spät ist. Das solltest du nicht weitererzählen. Das ist ja nur für immer. Pech gehabt. Ist das fies. Du hast ihren Rücken entstellt. Ich hoffe, du schämst dich. Freut euch auf Liebestattoos. Ich muss heulen. Hass-Tattoos. Fang an zu beten. Wie grässlich. Tattoos, die Freundschaften beenden. Es wird schmerzhaft. Das packe ich nicht. Es wird persönlich. Ich muss seinen Hintern wischen. Wie bitte? Sag was. Und manchmal... Blöder Wichser! ...geht es einfach zu weit. Ich hau ab. Stop. Ich bin kein Lügner! Willkommen bei Just Tattoo of Us. Ich finde, du machst dich echt gut. Danke, kein Wunder, ich war schon immer der Hit. Ist klar. Sehen wir, welche Tattoos uns heute erwarten. Das gibt Krieg. Das habe ich nicht erwartet. Das geht gar nicht. Oh Mann. Ich kann nicht hinsehen. Teuflisch. Echt jetzt? I'm so glad. Zum Glück bin ich heute nicht dran. Nie wieder. Wenn es nach mir ginge, würdest du jeden Tag tätowiert. Aber sehen wir mal, was die heutigen Gäste auf Lager haben. Ich bin Natalie und 34 Jahre alt. War das zu durchgeknallt? Ein Tien Delgado. Ich bin Tien Delgado und mit meiner Freundin Natalie hier. Sie ist 12 Jahre älter als ich. Ich bin wie guter Wein. Je älter, desto besser. Ich liebe Natalies Art und ihr Aussehen. Wir kommen super miteinander aus. Wie beste Freunde. Ohne mich wäre Tien nicht lebensfähig. Wir passen wie die Faust aufs Auge. Wir sind Freunde, zoffen aber auch. Ob ich Natalie beim Tattoo vertraue? Nein. Wenn Tien das Tattoo nicht gefällt, kriegt er einen Koller. Wie ein Baby. Aber er kommt schon drüber weg. Mal sehen, ob dieses strahlende Paar wirklich so unzertrennlich ist. Wie lange seid ihr zusammen bei dem Altersunterschied? Wir haben uns durch Freunde kennengelernt. Auf Facebook. Zuerst da und dann hat eins zum anderen geführt. Sagt schon, wie lange? 3 Jahre. Junge, Junge, für ihr Alter sieht Natalie noch verdammt gut aus. Was ist das Geheimnis einer langen, glücklichen Beziehung? Man muss zusammen Spaß haben. Es gibt immer was zu lachen. Hoffentlich lacht ihr nachher auch noch. Ich weiß, ich sag das immer, aber ich glaube, sie geben sich schöne Tattoos. Was stört euch aneinander? Du lässt deinen Kram überall liegen. Ich soll seine dreckige Unterwäsche aufheben. Meine Mom räumt auch für mich auf. Glücke. Ich wisch dir nicht den Arsch ab. Tu dir keinen Zwang an. Nein. Tien ist wohl ein noch größeres Baby als Scotty. Ein echter Kindskopf. Ihr seht toll aus und habt schon schöne Tattoos. Warum seid ihr hier? Wir kennen das Risiko für unsere Beziehung. Aber warum nicht? Man weiß nie. Na und? Vielleicht habt ihr euch was Schönes ausgedacht. Es muss nichts Mieses sein. Bevor es losgeht und ihr tolle Tattoos bekommt, wollt ihr noch was sagen? Ich liebe dich. Ich bringe Natalie zu Danny und zeige ihr den Entwurf für dich. Oh Gott. Gehen wir. Okay. Hoffentlich wird's gut. Viel Glück. Danny ist es leid, Taschenuhren zu tätowieren.
Wer zu ihm geht, sollte originellere Wünsche haben. Vielleicht chinesische Schriftzeichen. Ihr Freund ist erst 22. Hör auf. Ist das wichtig? Sehr wichtig. Ich bin 34. Warum gerade das Motiv? Als Erinnerung, dass ich nicht seine Mutter bin. Ich bin seine Freundin. Das ist unmissverständlich. Denk dran, du musst es ansehen. Sein Leben lang. Er muss wissen, wo sein Platz ist. Ich habe 1000 Ideen, was es sein könnte, aber keine davon ist gut. Bereit? Mach schon. 3, 2, 1. Oh mein Gott! Guter Witz. Wie süß. Wenn du meinst, du hättest alles gesehen, schenken dir die Tattoo-Götter sowas. Ein geiler Job. So, Natalie, are you... Soll ich das echt machen? 100%ig. Finde ich auch. Hoffentlich ist es nicht mies. Doch. Wieso? Sie wirkt mir sicher eins rein. Woher weißt du das? Sie würde mir auf keinen Fall ein nettes Tattoo verpassen. I don't ask for a lot. Ist es echt so viel verlangt, für die Frau, die du liebst, ein nettes Tattoo zu entwerfen? Woman you love. Come on, Tien. Sehen wir uns den Entwurf für Natalie an. Komm mit zu Curly Joe. Oh, no. Curly Joe hätte zu gern ein Tattoo von David Attenborough. Echt jetzt? Ich habe gar nicht gewusst, dass du auf alte Säcke stehst, Curly. Wie findest du es? Mir ist echt übel geworden. Das ist mir noch nie passiert. Warum tust du deiner Freundin sowas an? Sie kriegt dabei eine Krise. Ja, aber du musst es an ihr sehen. Ich hatte die Hoffnung, es wäre was Romantisches. Ein Antrag vielleicht. Nichts da. Tien ist so dumm, wie er aussieht. Es ist nicht clever, seine Mom sauer zu machen. Ich meine, die Freundin. Komm, erlöse uns. Okay. 3, 2, 1. Oh nein. Das wird ihm noch leid tun. Er kriegt einen Monat Hausarrest. Das ist eklig. Es sieht toll aus, ist aber wohl doch etwas heftig. Lass das da unten weg. In Ordnung. Habe ich nicht gesagt? Doch diese Änderung macht es kein Stück besser. Idiot. Wir machen das schon. Abgefahren. Genug gequatscht, es wird Zeit für dein Tattoo. Wünscht mir Glück. Bis später. Bei Sugar Mom und Toy Boy wird's Zeit für den Kabinenwechsel. Die Nadel wartet. Ich bin Natalie. Wie geht's? Wie sieht's aus? Ich hab tierisch Schiss. Echt? Ja. Es kommt mitten auf den Hintern. Ich muss die Hose runterlassen? Es soll auf den Arsch. Echt? Da kannst du es verstecken. Ehrlich, darüber wirst du froh sein. Haben wir nicht eine tolle Brille für unsere Gäste? Denn gucken gilt nicht. Setz die auf. Los geht's. 3, 2, 1. Ich hab Angst, dass es weh tut. Oh Mann. Wie sieht es aus? Ein echtes Kunstwerk. Sollen wir nachsehen, wie sich Tien schlägt? Das ist hart für den Kleinen. Wie gemein, das ist ja riesig. Ich habe ihr Tattoo noch kleiner machen lassen. Und jetzt das. Hier wird kein Entwurf kleiner gemacht, du Pussy. Tut es dir jetzt leid? Ich hätte es besser vergrößert. Anfängerfehler. Viel Spaß noch. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Nicht übel. Verarschst du mich? Würdest du dir das stechen lassen? Ja. Hallo. Lasern Sie Tattoos weg? Ja? Wir haben hier eine heiße Frau, deren Milchbubi-Freund ihr ein total beschissenes Tattoo verpasst hat. Wo kommt seins hin? Auf den Po. Was habt ihr nur mit euren Hintern? Oh, hör auf, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Es ist bestimmt voll scheiße. Und gleich bereitet Toyboy Tien Natalie eine üble Überraschung.
Und die Kumpels Anthony und Joe sind nicht zu bremsen. Ich nehme an, eure Entwürfe sind nicht nett. Nein. In dieser Sendung wird viel geflucht und gelitten. Manches ist nicht jugendfrei. Einige Tattoos sind extrem. Tien und Natalie sind heute hier, um ihre Beziehung auf die ultimative Probe zu stellen. Sehen wir nach, wie sie sich schlagen. Das war's. Endlich. Ich glaube, ich bin verarscht worden. Ich habe keinen Schimmer, was es sein könnte. Da heißt es wohl abwarten. Ich befürchte Schlimmes. Fertig. Gott sei Dank. Nimm ruhig die Brille ab. Oh, danke. Sie hat den absolut perfekten Hintern und ich habe ihn ruiniert. Oh. Das tut echt weh. Bist du erleichtert? Ich bin froh, dass es vorbei ist. Es tut mir leid. Ich gehe mal. Viel Glück. Oh Gott. Ihr habt euch die Asche versaut. Oh nein. Ich weiß, ich bin total nervös. Hast du Schiss? Ein bisschen. Ich habe deins extra kleiner machen lassen. Und meins ist riesig. Wie findest du es, dass er es kleiner machen ließ? Ich krieg ein schlechtes Gewissen. Es ist noch immer ziemlich übel. Oh nein. Ich will Natalies Po zuerst sehen. Geh mit Charlotte. Come on, Natalie. Oh Gott. Setz die Brille auf. Bist du aufgeregt? Ja. Sieht man dir nicht an. Zieh die Hose etwas runter. Noch ein Stück. Warum? So ein schöner Arsch. Natalie, trägst du gern Bikinis? Yes. Oh nein. Nächstes Jahr will ich ein String-Bikini tragen. Wohin geht's? Ibiza. Da wirst du die Lachnummer. Tja, Tien sieht echt nervös aus. Hast du Angst vor dem, was du gleich siehst, Tien? Was, wenn es mies aussieht? Wollt ihr mich verscheißern? Oh nein. Das Tattoo ist scheußlich. Da fährt Mama gleich die Krallen aus. Ich will's endlich sehen, Arschgeige. Natalie? Ja. Tien hat das Tattoo verkleinert, also startet der Countdown bei 2. Du verstehst es, wenn du es siehst. Sicher? Ja. 2, 1. Nimm die Brille ab. Nee, ne? Das sieht voll scheiße aus. Magst du es nicht? Ist das ein Wurm? Verarschst du mich? Nein. Was bedeutet das? Sie hat total Schiss vor Würmern. Sie hasst sie regelrecht. Ich könnte ausflippen. Die Leute denken doch, ich hätte Würmer gehabt. Das stimmt nicht. Doch, echt? Nein. Nun Witz. Ich kann nicht hinsehen. Ursprünglich waren es mal 3 Würmer. Wirklich? Ja, ich habe dir einen Gefallen getan. Das ist schlimm genug. Ich will das nicht ständig sehen. Hast du kein schlechtes Gewissen wegen Tiens Tattoo? Jetzt ja. Meins ist längst nicht so heftig. Ich will's sehen. Viel Glück. Ich fühle mit dir. Oh Mann. Stell dich dahin. Das habe ich noch nie getan. Wow. Mir ist schlecht. Los geht's. Oh Gott. Ist das ätzend. What a mess. I think wenn er das sieht, geht Tien Mama an die Gurgel. Das reicht, Mann. Das Tattoo ist nicht sehr männlich. Countdown von 5. 5, 4, 3, 2, 1.
Was ist das? Eine Windel? Oh Mann. Sieht ganz danach aus. Echt jetzt? Jetzt brauchst du keine Mami mehr. Das ist 10-mal schlimmer als deins. Es ist größer. Warum hast du das getan? Dutzi, Dutzi, Baby. Soll ich lachen oder heulen? When a perfect couple like this... Bei so einem perfekten Paar muss ich immer an all die schönen Tattoos denken, die sie füreinander entwerfen könnten. Doch stattdessen verunstalten sie zwei schöne Hintern. So Natalie, was hast du dir dabei gedacht? The story behind this tattoo. Ich muss ihn bemuttern. Ich tue alles für ihn. Was sollen deine Kita-Kumpels sagen? Wirst du jetzt erwachsen oder bleibst du ein Baby? Jetzt bleibe ich ein Baby. Für immer. Das ging nach hinten los. Es ist, wie es ist. Liebt ihr euch noch? Klar. Umarmung. Huggies. Tien ist ein sonniger Windelmatz. Und wetten, er freut sich schon auf einen Klaps von Mama Natalie? Oh yeah. Es hätte schlimmer sein können. Ich glaube, unsere Beziehung ist jetzt noch fester. Wir wissen, dass wir einander vertrauen können und uns nichts krumm nehmen. Das macht uns stärker. Vielleicht tut uns das ganz gut. Wer ist unser nächstes Paar? Ich bin Joe, 26, und mit meinem Kumpel Ant hier. Ich bin mit Joe hier. Er ist der größte Schnösel, den ich kenne. Ant denkt, er hätte Erfolg bei den Mädels. Mit dem Tattoo ist es damit aus. Joe sieht vielleicht besser aus, aber ich bin witziger. Gutes Aussehen ist vergänglich. Wir werden ja sehen, wer zuletzt lacht. Joe denkt, er wäre bei den Mädels angesagt. Aber bei dem, was ich mir ausgedacht habe, kann er sein Sexleben abhaken. Wir sind schon lange befreundet. Hoffentlich kannst du drüber lachen. Du wolltest, dass wir herkommen. Ich mache das Beste draus. Oh je, schon wieder zwei Freunde, die sich auf die Schippe nehmen wollen. Hier sind sie. Wie lange kennt ihr euch? 10 Jahre. So lang? Gab's je Krach? Nein. Vielleicht ist heute das erste Mal. Wer weiß. Geht ihr zusammen auf die Piste? Ja. Steht ihr auf denselben Typ Frauen? Er nimmt alles, was lebt. Es hat was für sich, wenn sie leben. Anders wäre schlecht. Was stört euch aneinander? Er hält sich für den Größten und meint, er kriegt jede rum. Selbst wenn er sie nicht kennt. Er lässt einfach nicht locker. Klingt, als wäre Ant neidisch. Solche Typen können schnell fies werden. Offenbar müsst ihr euch immer messen. Klar, später werden wir drüber lachen. Du nicht. Das klingt nach Krieg. Zuschauer, die auf ein Happy End hoffen, werden enttäuscht sein. Heute läuft hier nichts in der Art. Ich nehme an, eure Entwürfe sind nicht nett. Nein. Ich kenne ihn, also musste ich auf meine erste Idee noch eins draufsetzen. Das sind Jungs nach meinem Geschmack. Die feuern aus allen Rohren. Lasst es krachen. Ich bin bereit. Ich brauche ja auch nicht vor der Enthüllung zu zittern. Komm mit. Erste Tür rechts. Ein weiter Weg. Hi, Bibs! Kelly Jo macht zwei Dinge wirklich gern. Zeichnen und tätowieren. Glück gehabt. Sie ist heute schon zum zweiten Mal dran. Los geht's. Ich bin gespannt, was du zum Entwurf sagst. Damit macht er bei den Mädels keinen Stich mehr. Deshalb bin ich hier. Das will ich sehen. Perfekt. Klasse, Joe. So was Übles kann er auf keinen Fall toppen. Ich will gewinnen. Ich finde, du siehst nicht nervös aus. Ich bin gechillt. Ist es dir egal? So clever ist er nicht. Er ist zu tranig. Manchmal sind das die Schlimmsten. Gehen wir zu Schal. Das wird lustig. Ich mag keine fiesen Tattoos. Hoffentlich hast du was Nettes für ihn. Natürlich. Charles heimliches Laster sind Videospiele. Passt bloß auf, Jungs. Wenn's hart auf hart kommt, schlägt sie euch vernichtend. Ich musste echt heulen. Nein, echt? Ja, ganz ehrlich.
Joe. Wenn Joe eine Freundin hätte, würde sie wegen dem Tattoo Schluss machen? Wenn er eine findet. Ich will sehen. 3, 2, 1. Oh no. Das ist so mies. Meine Augen! Meine Eyes! Sollst du dahin, wo ich vermute? Ja, genau. Hol dir dein Tattoo. Du machst mich krank. Für die beiden Spinner geht es jetzt um alles. Es ist Tattoo-Time. Wo soll das Tattoo auf keinen Fall hin? Hier. Nee, oder? Nicht dein Ernst. Hier, setz die Brille auf. Also dann. 3, 2, 1. Und gleich. Bekommt Scotty den Schock seines Lebens. Das habe ich nicht erwartet. In dieser Sendung wird viel geflucht und gelitten. Einige der Tattoos sind echt extrem. Sehen wir doch mal nach, wie es Anthony und Joe geht. Eure Freundschaft könnt ihr vergessen. Joe verpasst mir eine. Und fertig. Super. Alles gut. Der Schmerz hat mir nichts ausgemacht. Das war's. Klasse. Ich will Joe ein für alle Mal zurechtstutzen. Vielleicht lernt er was. Seid ihr nicht nervös? Ein bisschen mehr als eben. Und? Scott? Darf ich dich um diesen Tanz bitten? Klar. Meine Nerven. Rührt sich dein Gewissen? Er wollte herkommen. Er hat angefangen. Hilfst du uns mit dem Verband? Aber gern. Ob er es gut findet? Nein, das findet niemand gut. Thanks, Carly Jo. You're welcome. Ant's been cocky. Ant hat die ganze Zeit den Coolen rausgehängt, aber mit der Brille vor dem Spiegel geht ihm der Arsch auf Grundeis. Wir zählen ab 5. 5, 4, 3, 2, 1. Nimm die Brille ab. Du blöder Arsch. Du Wichser. Das Tattoo ist gut, aber du bist ein blöder Arsch. Erzähl uns, was das soll. Ich sterbe vor Neugier. Ant geht gern mit älteren Frauen ins Bett. So, von welchem Alter sprechen wir? Ganz so alt nicht, aber... Ja, aber als er 18 war. Wie war das eben? Du hast eine Oma gebumst? Sie war älter als seine Oma. Wie alt also? 67. 67? Das ist Nekrophilie. Nicht mal ich würde eine 67-Jährige flachlegen. Pass auf dein Bein auf, nicht, dass er sich draufstürzt. Das ist voll in die Hose gegangen, Joe. Okay, Zeit für das nächste Tattoo. Come on, Joe. Brille auf. Lass die Hosen runter. Ein Riesenverband. Scotty ist fertig.
Damit kommt er nicht klar. Ich weiß. Das haut mich echt um. Das habe ich nicht erwartet. Echt nicht. Das ist krank. Und? Erfüllt Joes Tattoo deine Erwartungen? Mehr als das. Bist du nervös? Ja. Bin ich definitiv. Okay, guys. Countdown ab 7. Dann darfst du die Brille abnehmen. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Nimm die Brille ab. Verdammt, was ist das? Das ist fies. Die Feigwarzen sehen total echt aus. Obwohl ich hatte die nie. Du Scheißkerl. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das sieht eklig aus. Darum geht's bei Feigwarzen. Diese versauten Omas. Wie kommst du bloß auf so einen Scheiß? Die sehen voll echt aus. Das geht gar nicht. Vielen Dank auch. Dir will ich lieber nicht in die Quere kommen. Du hast Joe nicht zurechtgestutzt, sondern sein Leben ruiniert. Das ist eins der schlimmsten Tattoos, die wir hatten. Glückwunsch, Ant. Willst du das erklären? Er denkt immer, er ist der Größte. Das ist teuflisch. Einfach ignorieren, wie Rasierpickel. Rasiert er sich mit einem Korkenzieher? Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist echt zu heftig für mich. Bleibt ihr Freunde? Ja, darauf gebe ich einen aus. Das kostet dich mehr als ein Drink. So viele Drinks gibt's nicht, um das wieder gut zu machen. Gruppenumarmung. Ihr seid ja echt krass drauf. Bleibt fair, ja? Verdammt. Du Scheiß, Karl. Ich sag doch, ich gewinne. Diesmal ja. Das nächste Mal wird die Pest. Wortwörtlich. Nein, ich glaube, ich passe. Gegen diese Geschlechtskrankheit hilft kein Arztbesuch. Hauptsache, die beiden sind immer noch dicke Freunde. Total bekloppt. Beim nächsten Mal. Er macht sich ins Höschen. Das ist dreckig. Das scheint keine glückliche Familie zu sein. Damit rechnet er nicht. Böser, böser Junge. Oh, Wichser. Was ist das? Danke, du Arsch. Thank you.